Ja, lieber Herr Paki, vor 2 Tagen an Ihrem 70. Geburtstag haben wir noch gemeinsam die Ausstellung eingerichtet und die letzten Details besprochen. Und heute machen wir alle Ihnen quasi nachträglich das Geschenk, gemeinsam mit dieser Werkschau auf Ihr künstlerisches Werk zurückzublicken. So eine Retrospektive, der Blick zurück auf das Werk eines Künstlers und seines Schaffens ist immer etwas Besonderes. Aber auch nicht immer ganz einfach, denn es soll ja ein Überblick sein. Die wichtigsten Stationen sollen abgebildet werden, soll ein Eindruck vermittelt werden von den Anfängen, aber auch von den Entwicklungen. Was bleibt gleich, was verändert sich? Und vor allem bei so einem vielfältigen Künstler wie Ihnen, Herr Paki, da kann die Auswahl durchaus schwer fallen. Ja, fast ein halbes Jahrhundert Kunst als Lebensprozess. Das bedeutet immer auch, neue Techniken und Materialien ausprobieren, die Betrachtenden mit neuen Ideen überraschen und herausfordern, auch in Kombination mit bereits Erprobten und Bewährten. Das zeigt eigentlich sehr schön, dass das lebenslange Lernen und Experimentieren für den Künstler eine Selbstverständlichkeit ist oder zumindest sein sollte. Die Lust am Ausprobieren, Neues zu entdecken, künstlerischen Ausdruck und am künstlerischen Schaffen allgemein, ist bei Johannes Paki fast mithin greifbar. Nicht einengen lassen, frei sein, sind hier die Worte, die mir in den Sinn kommen. Nicht einengen lassen von Titeln oder Materialien, frei sein, Dinge so anzunehmen, wie sie kommen. Das kann dann zum Beispiel heißen, im direkten Umfeld die Ästhetik von Straßenflickerei und Markierungen zu erkennen. Diese wortwörtliche Streetart haben Sie vielleicht, liebe Gäste, schon bei uns im Foyer entdeckt. Diese Freiheit, aber nicht nur sich selbst zu gestatten, sondern auch den Betrachtenden, zeigt sich auch daran, dass, wie Ihnen dann sicher auffallen wird, Herr Paki nicht nach tiefschürfenden und möglicherweise irreführenden oder ablenkenden Titeln für seine Arbeiten sucht. Sie sind ganz nüchtern mit einer Kombination aus Zahlen und Beschreibungen, Beispiel Akt versehen. Der Fantasie und den Interpretationen der Einzelnen sind damit keine Grenzen gesetzt. Alle Möglichkeiten sind offen. Gleich auf Ihrer rechten Seite, bei links, ihr rechts, neben dem Eingang sehen Sie mehrere Pentaktiken. Die Bildfolgen mit den architektonischen Strukturen und Zäunen sind von den Protesten der Demokratiebewegung in Hongkong und dem Eingesperrtsein der Menschen dort in einem System inspiriert. Aber Sie sind frei, Sie können sich diese Bilder ansehen und vielleicht geht es Ihnen ja dann wie mir und Sie sehen darin beispielsweise die Dramen des Ausgesperrtseins, die sich zum Beispiel an den EU-Außengrenzen tagtäglich abspielen. Wenn Sie sich mit diesen Bildern auseinandersetzen, können Sie frei assoziieren und in sich sehen, was das für Sie bedeutet. Aber auch die skulpturalen Objekte, die Sie in Saal 2 einmal gegenüber sehen können, brauchen ein Gegenüber. Die Betrachtenden bestimmen mit ihrem Blickwinkel auf die Arbeiten, welche Farben, Muster oder Formen sie sehen. Man verliert sich quasi in der Betrachtung in den immer neuen Details und Nuancen, die entdeckt werden können, und spürt förmlich, wie die Kunst das Sein und das Leben von Johannes Paki durchzieht. Ein Leben, das geprägt ist durch die Kunst. Geboren in Deggendorf, begann Johannes Paki 1973 sein Kunststudium in München und war anschließend als Kunsterzieher tätig. 1980 eröffnete er schließlich die uns wahrscheinlich allen sehr gut bekannte Galerie Paki, zu einer Zeit, als ein Kulturviertel, wie wir es heute kennen und schätzen, in Deggendorf noch Zukunftsmusik war. Johannes Paki prägte nicht nur als Galerist und freischaffender Künstler die regionale Kunst- und Kulturszene mit, sondern auch durch seinen Einsatz in den verschiedenen Zusammenschlüssen von Kunstmachern und Kunstfreunden. Sei es der Kunstverein Deggendorf oder Passau, der Berufsverband Bildender Künstler oder die Hengersberger Kunst- und Museumsfreunde. Sein Rückblick auf ein Künstlerleben ist natürlich auch immer etwas sehr Persönliches. Er kann tiefe Blicke in das Innerste gewähren. Und so werden Sie, liebe Gäste, auch bei unserer Retrospektive mit ernsten und persönlichen Themen konfrontiert werden. Lassen Sie sich jedoch davon nicht abschrecken, sondern entdecken Sie hier die wundervolle Macht der Kunst. Denn ein Kunstwerk ist kein Abklatsch der Wirklichkeit, keine mechanische Wiedergabe der sichtbaren Welt. Es geht in der künstlerischen Arbeit
nicht um eine Reproduktion der Wirklichkeit. Der künstlerische Prozess bringt eine eigenständige Schöpfung, eine eigene Bildwelt hervor, in die wir uns manchmal vielleicht erst einsehen müssen, die jedoch die Chance bietet, neue Perspektiven einzunehmen. Stellen Sie sich also nicht die Frage, was soll das bedeuten oder was hat er sich dabei gedacht, sondern was empfinde ich dabei oder wie stehe ich dazu? Erst gestern sagten Sie, Herr Paquet, im Gespräch zu mir, dass Sie als Künstler das Glück haben, und das haben Sie genauso formuliert, Sie haben das Glück als Künstler mit der Kunst und durch die Kunst Erlebtes verarbeiten zu können. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch für diese intimen Einblicke in Ihre Arbeit und Ihr Leben, die Sie mit uns in einem sehr großen Publikum teilen, danken. Wenn Sie, liebe Gäste, nun gleich alle durch die Seele der Stadtgalerie streifen und das wirklich facettenreiche Werk von Johannes Paquet erleben werden, werden Sie merken, dass es trotz der Vielfältigkeit einige Konstanten gibt. Die Freude an der Kreativität, keine Grenzen kennt, spontane Inspiration, Assoziation, ebenso wie genaues Planen und exakte Ausführung. Aber über allem die Lust an der Kunst. Ich wünsche uns allen jetzt noch anregende Gespräche und einen wundervollen Abend. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir jetzt wirklich noch einen sehr schönen Abend haben.